20 mal 10 Meter in Asien am Airport, da steht nur drauf Honda oder Siemens oder Suzuki. Und jetzt muss ich dieses Honda sozusagen in die Köpfe hauen und dann entsteht ein Wert. Es steht ein Wert einer Marke. Ich glaube, dass solche Marken über Nacht mit einem einzigen Skandal weg sein können. Und die Marke sozusagen der Inbegriff von etwas ganz anderem wird. Von Korruption oder von Langsamkeit oder so. Durch das Internet wieder. Ja. Und wir die Chancen haben, auch diese Bastion Marke anzugreifen. Und der Karl Lagerfeld ist ein Beispiel, man aus nichts, aber es gibt auch viele andere, die über Nacht eine Marke aufgebaut haben, gerade im Internet. Und Sie als Blogger machen sie auch irgendwie. Also es gab ja vor 14 Jahren das Beispiel.